Wir werden nehmen heute Beteller vom Film. Hugo Horn, Oliver Welke, Alf Spitz und Bernhard Hohlstein. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass Sie zugeschaltet haben in unserer mit Recht so beliebten Sendung Genial daneben. Heute mit Frau von Sinn, Gildo Horn, Oliver Welke, Ralf Schmitz und einem unbekannten Gast. Ich hoffe, dass wir eine sehr schöne, lustige Sendung vor uns haben und beginne mit der ersten Frage, wenn ich mit der zweiten beginnen würde. Ich muss Sie leider nicht unterbrechen. In den 50ern hat man das nicht so gemacht. Nein. Ich rede ja nicht von den 50ern. Ich wollte aber ein bisschen leiser. Ich meine, wir fangen ja immer gleich so mit Rambazamba. Man muss auch mal nicht... Ist auch schöner, aber so geht auch. Ja, ist ja auch schon spät. Ja, absolut. Heute Sonntag nicht unnötig früh, wecken die Zuschauer, ganz bitte? Klar. Nein. Ich freue mich, dass Gildo Horn heute nichts sieht. Nein, das ist mein neues Image. Ja? Verrucht. Zara Leander. Verruchte Leander. Er hat eben gesagt, er kann durch diese Brille uns alle nackt sehen. Ja. Wenn das gewusst hätte, hättest du den Rücken rasiert. Was? Ja. Schade. Nee, da hätte ich mir eine Hose angezogen. Weil ja. Ja, spaßig. So. Boah, Hugo. Der ist ja gut der drauf ist aber echt. Du hast alter Wind hier. Irgendwelche Medikamente abgesetzt? Heute machen wir dich fertig. Ja. Ehrlich? Ja. Ja. Versuch's mal mit der ersten, meine Damen und Herren. Lassen Sie mich mal anfangen. Ich fange jetzt mal an. Roland Lorenz wohnt in Mödling. Das liegt wo? Ja. Da geht schon los, sehen Sie? Keine Ahnung. Österreich. Ja, ablesen kann ich auch. Ja. Damit unterscheidest du dich von ihm. Er hat das gelernt. Nein, lass es alle nett sein. Lass es alle nett sein. Entschuldigung, ich muss erstmal einen Schluck trinken. So geht's nicht. Ich trinke mit. Die Vorbereitung der Sendung sieht so aus. Jemand liest Hugo die Fragen vor, sagt, wiederhol noch mal, Hugo. Nee, nein, was habe ich? Nach noch mal. Damit du siehst, weil du, das sieht nur aus, als würdest du lesen wahrscheinlich. Sind da Bilder? Ich fange an. Roland Lorenz aus Mödling. Ich komme mit dem neuen Stil nicht so klar. Meine Damen und Herren, Sie erleben gerade eine Sternstunde. Normalerweise ist das hier, was wir machen, unsendbar. Aber wir machen es einfach. Also nochmal, Roland Lorenz aus Mödling in Österreich. Möchte Folgendes wissen. Warum befinden sich seit 2005... auf dem Friedhof Münnerstadt, sage gleich, wo es liegt, 30 Gräber, an denen niemand trauert. Niemand trauert? Vielleicht liegt keiner drin? Ja. Münnerstadt liegt in Unterfranken an knapp 8000 Einwohnern. Auf dem städtischen Friedhof befinden sich 30 Gräber, an denen man nie jemand trauern sieht. Wie kommt das? Da liegen sehr unsympathische Leute, zum Beispiel, die einfach keiner mag, die keine Freunde hatten. Ersteres wäre mir lieber gewesen. Da liegt keiner. Warum nicht? Das sind Scheingräber. Die Leute sterben zu langsam in der Gemeinde. Und der Totengräber hat vorgearbeitet, aber die kommen mit dem Sterben nicht nach. Verstehst du? Das sind Werbegräber. Ja. Also das sind vom Steinmetz, das ist eine Aktion, das ist wo eben unterschiedliche Steine, Kupile. Granite, ja. Marmor, ja. Das sind so Ausstellungsgräber, wie man ein Grab gestalten kann, bepflanzen kann. Oder so eine Werbekampagne. Wenn man 30 Gräber auf einmal kauft, kriegt man eins umsonst. So. Nee, ich glaube, das ist die Alzheimer-Ecke. Ich glaube, da werden alle Leute begraben, dessen Partner Alzheimer, die finden die einfach nicht mehr. Das ist zu böse, da müssen wir rausschneiden. Ich glaube, das ist so ein emotionales Experiment auch. Also so Trauern ist ja was Einfaches. Also, kannst du mal die Brille abnehmen? Ich muss deine Augen sehen. Ah. Viel besser. Okay, reicht. Mein Gott, er blickt so gütig. Ja. Mein Image ist weg. Also wie war das jetzt? Das ist ein Experiment, ein emotionales Experiment, wo man versucht, irgendwie Menschen zu desensibilisieren, auch auf das Thema Tod. Trauer, Abschied. Was ich so in die Runde werfen würde an der Stelle. Es gibt doch wirklich Psychologen, die sich auf Trauerarbeit spezialisiert haben. Vielleicht geht drauf ein. Vielleicht üben die, ja, irgendwer muss es ja machen. Vielleicht üben die an offenen Gräbern oder so.
Wer übt da auf den Gräbern? Diese Trauerberater. Das Puppen üben an offenen Gräbern. Das ist es. Das ist unsere Antwort. Das sind Ausbildungsgräber für Pastoren? Nicht für Pfarrer. Nicht für Puppen. Messdiener. Nicht für Messdiener. Für Totengräber. Das sind Übungslöcher für Totengräber. Für Sargschlepper. Für Gärtner. Wie heißen denn diese Leute? Bestatter. Richtige Antwort. Also in Münnerstadt befindet sich Deutschlands einzige Ausbildungsstätte für Bestatter. Geil. Neben Materialkunde, Trauerdekoration, Trauerpsychologie und Bestattungskultur steht übrigens auch das eigenhändige Ausheben von Gräbern auf dem Stundenplan. Die praktischen Kurse finden auf dem Lehrfriedhof statt, der Bestandteil des normalen Friedhofs von Münnerstadt ist. Man erkennt die Grabstellen der Bestatterakademie an den Grabsteinen, weil die keine Inschrift tragen. Also steht natürlich an den Gräbern auch keiner, der trauert. Aber da üben die. So, mal sag drin, sag wieder raus, ruf runter. Da könnte ich ja vielleicht auch mal Probe liegen. Aber warum 30? Bütlich. Warum denn 30? Gibt es da verschiedene Schwierigkeitsgrade? Oder was? Ja. 30? Vielleicht ist die Nachfrage so groß. Das ist eine ganze Klasse, 30 Leute. Und du erkennst die schlechten Schüler daran, die sind rund, die Gräber, oder das ist ein Berg statt ein Loch oder sowas. Aber Schwierigkeitsgrade fände ich ja gut. Das eine ist Erde zum selber Ausheben, das eine ist Erde, das nächste ist schon Lehm, das andere ist Beton. Da muss der krass. Das ist nicht schlecht. Die zweite Gruppe muss immer wieder zuschaufeln. Ja. So geht das endlos weiter. Der Azubi. Der Praktikant. Ja, Roland, es tut mir wahnsinnig leid, aber kein Geld, kein Geld. Gabriele Renner wohnt in Lippstadt und möchte wissen, was ist das Sommerdreieck? Das Sommerdreieck. Ich weiß. Das weiß ich auch. Ich auch. Das ist. Ich sag das nicht, was das ist. Also es gibt ja auch das Sommerloch. Das ist. Nein, Moment! Was ist denn? Nee, ich lache über das Sommerloch. Kannst du noch machen. Oder auch den Sommerkreis. Das sind die Kollegen und die Mädchen auch, die sich gerne auf die Sonnenbank legen. Die haben immer so einen runden Kreis hinten am Popo, weil die sich nicht genügend da auf der Bank hin und her rollen und werden nicht einheitlich braun. Und das Sommerdreieck ist, wenn die mit so einem kleinen Schlüpfer auf die Sonnenbank gehen und haben hinten so ein Dreieck und vorne am Ende auch. Das ist das Sommerdreieck, also ein Phänomen aus der Sonnenbank. Finden Sie? Nein. Finde ich? Ich würde das gerne mal testen. Können mal alle aufstehen? Ist das Sommerdreieck einfach nur ein extrem schlecht produzierter Sommerreifen? Gott im Himmel. Hallo, es gibt eine dreieckige Burg. Robby, Tobi und das Liebertüti waren da. Ja. So, du kriegst kein Tee mehr. Aber ich bleibe bei Haut. Das Sommerdreieck ist ein Phänomen vom Hautarzt. Ja. Dass eben hier die Dekolletés, die besonders der Sonne ausgestrahlt werden, dass da besonders viel so Karzinömchen und so wuchern. Hitzepickel. Und so, ja. Das Sommerdreieck ist also ein Phänomen. Wir sind beim Hautarzt. So will ich das jetzt nicht sagen. Aber es ist ein Hautphänomen. Es ist auf jeden Fall kein Hautphänomen. Okay, aber dann ist was anderes wahrscheinlich, ein Verkehrsdreieck, ja. Was immer in der Sommerzeit für Chaos sorgt, entweder wegen Ferienbeginn, andererseits kommt hier aus Lippstadt, aus der Ecke komme ich selbst, da fahren kaum Autos. Deswegen, Kann man noch kreuzen. Ist es ein Verkehrsphänomen? Mit Verkehr hat das auch in der Aber ich glaube, es ist, würde ich mal manifestieren, dreieckig. Lehn dich mal nicht so weit aus dem Fenster. Ich glaube, es kommt eine gewagte These. Das war jetzt sehr mutig. Ja. Ich glaube, es kommt einfach aus der Wettervorhersage. Ja, wenn die dann da, die stehen ja dann immer da und sagen, es scheint die Sonne diesen Sommer in Köln, in Berlin und in Hamburg. In Köln, in Berlin und in Hamburg. In Köln, in Berlin und in Hamburg. Düsseldorf. Und München interessiert kein Schwein. In Köln, in Berlin. Ja, du hast doch wirklich irgendwo im Raum Freiburg die Ecke mit der meisten Sonneneinstrahlung in Deutschland. Vielleicht haben wir da ein Sommerdreieck, wo es halt über den Sommer... Wo wäre denn da das Dreieck? Ja, das musst du dir malen, alles machen, Mensch. Sommerdreieck. Das ist bestimmt eine Pflanze. Bestimmt. Eine dreieckige Pflanze. Moment. Ja, ich führe euch immer hin. Moment, das würde ich jetzt einfach mal so im Raum stehen lassen. Ja, da würde ich mich mir momentan noch nicht zu äußern. Ich möchte einfach, diese Spannung einfach mal in der Luft hängen bleibt.
Wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder da. Bis gleich. So, was ist ein Sommerdreieck? Wollten wir wissen. Gildehorn hat vor langer Zeit gesagt, das ist eine Pflanze. Ihr habt lange überlegt, zu welchem Schluss seid ihr gekommen. Ist es eine Pflanze oder nicht? Nein. Ich denke aber dennoch, es ist ein Phänomen aus Fels und Firn. Aus wem? Aus der Tierwelt. Fels ja, es und gibt ja auch den Ausdruck Himmel, Fels und Firn. Ja. Ich glaube, ich gehe da nicht weiter drauf ein. Nein, jetzt auch weil ich hier gerade so auf mein Eichhörnchen gucke. Vielleicht ist das Sommerdreieck ein Phänomen, wo die Tierchen im Wald im Sommer ihre Vorräte abknabbern, sammeln und für den Winter. Und deswegen gibt es und die machen das vielleicht so lustig in so einer. Gibt's dann wir sind nicht im Verkehr. Also ich denke mir, so ein schönes Plüschwarndreieck so für die Autobahn. Das ist das Sommerdreieck. Man hat also einer, der ist Designer und der hat halt für jede Jahreszeit einen Warndreieck, weil er einfach unglaublich oft liegen bleibt mit seiner Scheißkarre. Deswegen hat er für den Sommer ein Sommerdreieck. Herbst, wie sieht das Herbst, von Herbst? Herbst aus Braun. Ich bin Verkehr, finde ich total gut. Wie wär's denn? Es ist dieser Effekt, die Schweizer fahren nach Deutschland, die Deutschen nach Holland und die Holländer in die Schweiz. Oh. Finde ich auch gut. Sind wir vielleicht beim Hutmacher? Ist das Sommerdreieck ein bestimmter mein Übergang Luft? Mein Hut hat Dreiecken hat mein Hut. Und hält er nicht Dreiecken, dann wär es nicht mein Hut. Das Sommerdreieck Hut. Das heißt, das Sommerdreieck ist also ein Hut, wie wir gerade gehört haben. Es hat weder was mit Verkehr zu tun, noch was mit Hüten zu tun. Es ist auch kein Schmetterling und kein Kaninchen. Eine weitere gewagte These, wo ich das Eichhörnchen sehe, ist das Sommerdreieck vielleicht ein Eichhörnchen? Oder eine Brille, oder ein Tisch, oder ein Glas. Warum sollte das ein Eichhörnchen sein? Das manchmal liegen die Sachen viel näher, als man denkt. Eben. Es hat da was mit Tieren zu tun, Herr Balder. Es hat was mit Tieren zu tun. Vielleicht ist das unter dem Schweif von Pferden oder von Kühen, weil die im Sommer einfach anders verdauen als im Winter. Nämlich in Dreiecksform, verstehst du? Ja. Die Pferdeschüttel kommen als Dreieck raus. Es hat eine andere... Es hat mein Pferd hat gerade wieder eine Triangel geschissen. Ja. Oder eine Pyramide, natürlich. Nein, aber der Tierarzt spricht davon, wenn eben im Sommer vielleicht der Stuhlgang flüssiger ist als im Winter. Bei mir nicht. Spricht er von dem Sommerdreieck, weil es so... Zwei Sachen. Also erstmal könnte es einfach eine bestimmte Fellfärbung sein, zum Beispiel, die nur im Sommer erscheint bei bestimmten Tieren. Wir sind nicht bei Tieren. Gut. Schade. Dann bin ich bei Meeresströmungen. Wir sind nicht bei Meeresströmungen. Meeresfrüchte. Wir sind bei der Herstellung von Gegenständen. Von welchen? Wenn er das kann ich das auch. Dann sage ich auch einfach irgendwas. Ja. Wie ist das denn? Pflanzen sind wir auch nicht. Das ist muss überlegt. Jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Was für Bilder sind gemalt? Ist da Pflanzen Blätter sind wir auch dran nicht. Oder haben die Beine die Bilder? Nein. Bitte? Keine Beine, die Bilder? Keine Beine. Okay. Pflanzen sind wir auch nicht. Pflanzen wir auch nicht. Das beim Optiker, beim Augenarzt, ist es eine bestimmte, durch die Sonne, eine bestimmte Einstrahlung auf der Hornhaut, auf der Netzhaut, hat es was mit, wenn Sie schon so gucken, weiß ich, ich bin ganz weit weg. Nee. Will ich so nicht sagen. Optik. Sondern sehr, sehr weit weg. So ist es. Riesenweit weg. Danke, Sie böses, altes Ding. Ja, jetzt hier. Ist das Sommerdreieck gleich bei der Bravo? Das Dreieck, was man macht, wenn man die Seite ganz nur so halb schnell zugeklappt bekommt? Von Dr. Sommer. Weil deine Mutter ins Zimmer kommt. Ja, genau. Oh, die Mama kommt. Nein, ich guck mir gerade was über Tokio. Deine Mutter kommt heute noch ins Zimmer. Ja. Und er will es ganz schnell zuklappen, aber die Seiten sind so verklebt. Weißt du, das ist ein altes Problem. La, 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 la. Die Bilder kriege ich auch nicht mehr aus dem Kopf. Nee, Moment. Die Bilder kriege ich nicht mehr aus dem Das Sommerdreieck. Gil, du könntest du dich mal nett äußern. Man ist mittendrin und weiß überhaupt nicht, was man sagen soll. Genau, das genau. Tut einem auch weh. Also Sommerdreieck. Wir haben schon so viele Bereiche abgeblasen. Psychologisches. Sind wir in der Seefahrt? Dreieck, denke ich mal, Segel sind dreieckig. Segel, Wasser, Schifffahrt. Sommerdreieck, ist das ein bestimmtes Segel, was gehisst das wird, ist nicht weil schlecht. Im Sommer andere Lüftchen wehen als im Herbststurm? Handelt es sich dabei das vielleicht? Das ist ganz... Moment! Kinder! Segelschifffahrt. Wir freuen uns zu früh. Das ist sehr, sehr weit weg. Nein. Nee? Das Sommerdreieck... Lass ihn was sagen. Ja. Jetzt überrasche ihn aber nicht damit. Die Klappe. Ganz falsch. Mist. Ich sag's euch. Ihr werdet es heute nicht mehr Ist raus. Das eine Gesinnung? Wenn du es einfach vorlesen so würdest. So in der Depression oder im Sommer fühlt man sich... Dreieckig. Sehr gut. Genau, wie bei der Psychologie, das Dreieck im Sommer häufiger auftauchen, weil die Menschen im Sommer mehr flirten als im
Winter. Und Dreieck? Sommerdreieck, ja, eine Dreiecksbeziehung. Ach so. Wir sind nicht bei den Tieren, wir sind nicht bei Kleidung, sind wir auch nicht. Ist aber ein psychologisches Phänomen. Nee, ist jetzt sag ich's euch. Dann bin ich erstmal in Finanzwelt, Börse. Sommerdreieck sieht man am besten ab Juni, sieht man das am besten. Und zwar bei klarem Nachthimmel, aber nur auf der Nordhalbkugel der Erde. Ein Sternenbild. Wie einfach. Die drei hellsten Sterne aus drei verschiedenen Sternbildern, nämlich den hier, bilden die Eckpunkte eines Dreiecks. Diese drei Sterne sind so hell, dass man sie schon während der Dämmerung sehen kann. Weil man das besonders gut im Sommer kann, spricht der Astronom von Sommerdreieck. Da hätte man nur wirklich... Ja, hätte man. Mann. Ich hatte irgendwann auch Sterne im Bein. Eins sage ich euch, wenn man gesagt hätte, es ist ein Sternbild, dann hätte ich gesagt, wie heißen denn die Sterne? Und dann hätte man mal auf den Wege auf und herkommen müssen. Ja, stimmt. So was hätte man nämlich wissen. Gemacht. Das muss man wissen. Also, Gabriele Renner, 500 Euro für Sie. Gratulation. Meine Damen und Herren, es gibt bestimmt noch viele, viele Menschen unter Ihnen, die jetzt sagen, ich habe so viele Fragen zu Hause und ich weiß nicht, wohin damit. Schicken Sie uns die. Genial daneben, 50616 Köln oder Sie rufen an 0137 18 1120, eine E-Mail fragen @genialdaneben.de oder Sie machen es wie Marcel Schwarz. Er wohnt in Wipperfürth und hat gesagt, ich komme einfach mal hin und guck mir das alles mal an. So. Im Gewerbegebiet Hürth-Kaltscheuren ist er heute Abend. Marcel, wo sind Sie denn? Da ist er. Marcel, herzlichen Glückwunsch. Sie haben zwar noch nicht gewonnen, aber könnte mir vorstellen, dass es klappen könnte. Ich weiß es nicht, bei denen weiß man ja nie. Ich stelle mal Ihre Frage. Marcel möchte wissen, was ist ein sogenannter Nackenbeißer? Vielleicht ein enger Kragen? Ist das sowas wie ein Edelzwicker? Jetzt müsstest du noch kurz erklären, was ein Edelzwicker ist. Das ist ein Wein. Okay. Mein Freund. Nein, das ist ein Wein. Edelzwicker. Nackenbeißer. Naja, das könnte ein Eichhörnchen. Ist das ein Kamasutra? Nein, das ist was aus dem Kamasutra. Wenn ein Mann sehr gerne dem Weib der Frau, also wenn er gerne sie festhält mit dem. Ich glaube, das ist ein Phänomen bei. Er hat noch nicht Nein gesagt. Wenn ich jetzt sagen würde, Richtung ist nicht übel. Würde ich zwar die Wahrheit sagen, aber ich würde euch wahrscheinlich auf eine völlig falsche Fährte. Ja, aber weil wir natürlich bei Löwen sind. Wir sind in der Tierwelt. Wir sind beim Geschlechtsverkehr, aber bei Tieren, und zwar bei Löwen. Genau. Weil wenn die nämlich rammeln, beißen die Mädchen immer in den Nacken. Genau. Auf Spaß. Genau. Und so wie Sie. Genau dasselbe. Nicht nur die. Das ist genau dasselbe. Ich habe noch nie einem Löwen in den Nacken gebissen. Ja. Aber Sie würden gerne. So sieht's aus. Du träumst davon. Hör doch auf. Hier, die Mähne stimmt ja schon. Die Mähne ist ja schon da. Also wir sind bei Katzentieren und es geht um Geschlechtsverkehr. Richtig. Nackenbeißer sind die, wo die Männchen die Weibchen festhalten im Nacken. Genau. Sind wir in der Tierwelt? Ja. Nein. Oh, schade. Dann ist es nicht der Dackel, der hochspringen kann. Und wenn wir doch bei Menschen sind... Was? Ich wollte ihn noch unterbringen. Ich dachte, Wadenbeißer, Nackenbeißer, Dackel hochspringen, zack, rein, tot. Aber es beißt ein... Hä? Aber es beißt ein Mensch... Dackel, das ist der einzige Hund, wo er größer ist, deswegen zitiert er den. Aber es geht darum, dass ein Mensch einem anderen Menschen in den Nacken beißt. Nein, wir sind bei Bettwürsten. Richtig. Eine unglücklich hingelegte Bettwurst. Eine Bettwurst ist ja eine Nackenrolle. Ja. Ein U, ne? Und ein Nackenbeißer ist ein schlecht verarbeiteter Reißverschluss in einer Bettwurst. Der zurückbeißt. Nein, weil wenn du auf dem liegst, dann beißt dich der Reißverschluss in den Nacken. Wenn er aber gut verarbeitet ist, dann liegst du ganz komod. Liegen Sie denn auf einer Bettwurst? Nicht wirklich. Es gibt im Nacken ein faszinierendes Phänomen, was nur eine ganz auserwählte Anzahl von Menschen hat. Ich gehöre dazu. Und zwar, wenn Sie alle mal Ihre Hand nehmen und im hinteren Kopfbereich den Schädel fühlen, da haben einige... Da wir Haare. Einige haben hier hinten so einen Zacken, so einen Dorn. Habe ich. Sehr viele nicht, genau. Habe ich. Und da kann es passieren, dass wenn man zu weit nach oben guckt, dass man sogar das Bewusstsein verliert, weil man mit diesem Dorn im hinteren Teil etwas macht. Da liegen locker 15-20% Intelligenzquotient. Nur in diesem Teil, wenn man den nicht hat, tut es mir leid. Und das ist ein Nackenbeißer, eine Verletzung des Nackens, wenn man irgendwie hochguckt und dann so... Wenn man nach oben guckt, wird man bewusstlos. Also wenn man so ein Ding hat, dann wärst du doch ständig bewusstlos. Ja. Bin ich ganz ruhig, dass du ihm das sagst. Wir zusammen 1,80 Meter sein, aber egal. Ja. Ist es denn so ein orthopädisches Phänomen? Erste Reihe Kino, dieses klassische Nackenüberreißen, ist es sowas Orthopädisches?
Also Orthopädie würde ich einfach mal ausschließen. Ist es eine Zeckenart? Oh. Die aber nur in den Nacken beißt. Wie viele Zeckenarten gibt es denn? Viele. Da gibt es die Wadenbeißer, die Dekolletébeißer, Ohrbeißer. Die Achselbeißer, die Ohrenbeißer und eben auch die Nackenbeißer. Und ganz die Ganzverschlinger, die sind schlimm. Ich habe wieder was gesagt, was keiner versteht. Ja. Mach nur so weiter. Pass auf, morgen sitzt der da. Also verabschiedet euch mal von den Tieren. Aber wir sind bei den Menschen. Wenn es was mit Sex und Kopulation zu tun hat. Eventuell im Sportbereich. Das ist sowas wie ein Wadenbeißer, so ein ganz agiler. Du meinst einen Wadenbeißer aus Transsilvanien sozusagen? Ja, so in der hinteren Viererabwehrkette. Das ist schon beheimatet. Mit so einem Kragen der Beißer, so, das ist im gut. Nacken sitzt. So Schwarzenbeck von früher. Ja, katschenmäßig. Ja. Katschenmäßig. Sind wir vielleicht in der Schwangerschaft? Und der Nackenbeißer ist Sport. Ja, gut. An der falschen Stelle schwanger. So ein Nacken. So ein Nacken. Ja. Und das Baby immer. Es war eine schwere Nackengeburt. Ja. Sind wir vielleicht beim Schneider? Es gibt ja auch so Vatermörder. Das sind doch, glaube ich, diese Steifen hier. Vielleicht sagt der Schneider. Das hat er ja schon ganz am Anfang als erstes gesagt. Ja. Nicht? Mit Kragen. Aber sowas da habe ich ja das. Gar nicht reagiert. Keiner hat mich gefragt, warum ich warum da nicht reagiert. Warum denn? Weil es falsch ist. Weil es falsch ist. Falsch ist. Ja. Also, okay. Hätte man drauf kommen können. Ist der Nackenbeißer vielleicht eine bestimmte Zange? Wo nicht im vorderen Bereich gebissen wird, sondern hinten. Der Nussknacker zum Beispiel könnte sein. Also der Nackenbeißer. Er guckt schon, er guckt uns nach. Bei meiner Zange gibt es ein mehrstufiges System, um zuzugreifen. Im vorderen Bereich haben wir eine breite Stelle, um zum Beispiel Nägel aus der Wand zu ziehen. Im mittleren Bereich haben wir eine verengte Stelle, um zum Beispiel, keine Ahnung, Nägel aus der Wand zu ziehen. Und im hinteren Bereich, da ist der Nackenbeißer. Da kann man im hinteren Bereich nochmal zum Beispiel Nägel aus der Wand zu ziehen. Ja. Nackenbeißer, das ist der Clips. Der Nackenbeißer, klar, weil Nägel haben ja Köpfe. Nee. Doch, Nägel haben Köpfe. Nein, Beine. In meiner Welt haben Nägel keine Köpfe. Man sagt doch, Nägel mit Köpfen machen, also haben Nägel doch Köpfe. Hör doch auf, zu schreien, ich sitze dazwischen. Das ist ja furchtbar. Und dieser Nackenbeißer kann den Kopf des Nagels hier am Nacken abknapsen. Haben Nägel Köpfe oder nicht? Ja. Das ist nicht so schlimm, aber sie haben keine Mutter und das finde ich tragisch. Aber es gibt doch... So eine Handwerksfrage ist normalerweise der goldene Weg, hier 500 Euro abzuräumen, weil keiner von uns auch noch vor 5 Pfennig Ahnung davon hat. Deswegen... Und das Schöne ist, ich weiß es jetzt endlich. Da können wir ja gehen. Wir sind im Sanitärbereich in einer Badewanne. Aber wir wussten es doch wir gerade sind schon. Da oben in dem Ding, wo der Pümpel drin wohnt. Wir sind oben in dem Ding, wo der Pümpel drin wohnt. Also mein großer Bruder hat ja ein schweres Trauma davongetragen, weil das Helly nie auf dem Stöpsel sitzen musste. Mein Bruder musste immer auf dem Stöpsel sitzen. Und das Helly durfte auf der anderen Seite, der gemütlichen Seite der Wanne sitzen. Vielleicht wäre es besser gewesen, wenn Sie auf dem Stöpsel sitzen. Trauma. Meinen Sie, da hätte ich in der Jugend schon guten Sex gehabt? Natürlich. Wenn das Wasser abläuft. Nein, aber der Nackenbeißer. Hallo! Hallo! Er meinte. Ich meinte was ganz anderes. Er meinte was ganz anderes, aber deins ist schön. Das war sehr viel mehr Information, als wir uns erhofft haben. Diese Bilder kriege ich nie wieder aus dem Kopf. Wenn der Hattu also nicht nur auf dem Stöpsel saß, sondern sich auch, mein Bruder Hartmut, sich also nicht nur auf dem Stöpsel saß, sondern sich auch anlehnen wollte, dann war oben immer diese kleine Vorrichtung, wo man den Stöpsel ja reintat. Ne? Hallo. Und wenn man sich an diese Vorrichtung lehnt, hat man einen Nackenbeißer in der Wanne. Ich könnte mir vorstellen. Stimmt, oder habe ich recht? Es stimmt. Alle geben mir recht, Herr Walter, nur Sie wieder nicht. Die alte Regel, wer schreit, hat recht, das weißt du. Aber ich muss der Sendung jetzt fernbleiben, weil dieses Strudel, das kriege ich nicht mehr aus der Wanne. Nicht mehr. Alter Spießer, jetzt sag doch mal. War das denn mit dem Werkzeug, Zange? Eben mit der Zange, war das denn so ganz blöd? Völlig. Ja, da sitzt er. Ich muss mal gucken, ob der noch da ist. Ich hätte auch die Zange getippt.
Wir hatten ja eben schon, der Ralf sagt ja am Anfang irgendwas mit Sex und so weiter und Kamasutra hinten reinbeißen. Daraufhin sagt der Herr Balder erstmal schöne Bilder im Kopf und sagte dann, ja, aber ich sag nichts dazu. Ja, deshalb glaube ich, es hat etwas mit Sport zu tun, mit Ringen. Der Nackenbeißer ist eine bestimmte Form beim Ringen, beim Kampfsport, beim Judo, beim Karate, beim Golfen, wo man den Gegner voll am Nacken packt. Bei den meisten Kampfsportarten ist Beißen eigentlich verboten, soweit ich weiß. Ja, beim Golfen. Außer beim Golfen. Aber sowas, und beim Sport, so, wo man eine bestimmte Griffart, wo man sagt, wenn, so Nackenbeißer. Sie gucken so, wenn er es vormachen soll, bitte mit ihm. Ich habe einen Attest, also mit ihm. Ich kann nicht, weil ich bin viel zu alt. Dann mit ihr, die ist viel griffiger. Also ich komme mit den Zähnen nicht an meinen. Ich hab das doch ja als Kompliment genommen. Ja, natürlich. Das kommt er muss es nicht vormachen, weil es mit Sport nichts zu tun hat. Gar nichts. Gar also nichts. Schlag doch mal ein paar andere Richtungen ein. Wie wär's denn mit Modellflugzeugen? Wie wär's denn zum Beispiel nicht mit Modellflugzeugen? Der Nackenbeißer ist natürlich ein Sternzeichen. So. Ja. Liegt direkt am Dreieck, weil das war vorher ein Viereck. Und der Nackenbeißer hat hinten eine weggenommen. Nackenbeißer. Wie ist es denn mit einer Brille, die man nicht auf der Nase trägt, sondern im Nacken? Wenn du es mal ganz kurz vormachen möchtest. Das sieht bestimmt sehr albern aus. Dreh dich bitte um. Ein Nackenbeißer, ihr Lieben. Komm, das sieht doch süß aus. Sind wir vielleicht in der Zahnmedizin? Ist es vielleicht Tanzlehrer-Jargon für irgendeine Art von Engtanz oder so? Also Jargon ist es, sagen wir es mal so. Ah. Aber nicht Tanzlehrer. Nicht Tanzlehrer. Aber für eine bestimmte Dachdecker. Zahnarzt-Jargon. Ja, Außenrand. Das könnte ein Blick sein. So, und jetzt kommt der Zahnarzt von Bernhard ins Spiel. So, der kommt mal kurz hier runter. Wisst ihr, was das Schöne ist? Ja, der hat das noch nie gehört, den Ausdruck. Aber es ist aus der Welt der Zahnmedizin. Aber es ist nicht. Jargon. Es ist Jargon. Aus der Seefahrt? Ah, der Nackenbeißer könnte natürlich auch etwas sein. Wir sind beim Klettern oder Seefahrt, ist mir eigentlich scheißegal. Auf jeden Fall, wir schon sind ein Unterschied, aber naja. Egal, wir sind irgendwo, wo Seile oder Masten oder sowas sind. Und der Nackenbeißer ist ein Knoten oder etwas, was dich dort festhält, quasi im Nacken, deswegen, wo man sich dann so dran hochziehen kann. So, jetzt sage ich es euch. Nein. Das tut weh. Okay, ich sag's euch nicht. Doch, sag's uns bitte. Ich sehne mich seit Minuten danach, dass sie das endlich auflöst. Ist wahr. Also, Nackenbeißer finden wir in einer, ich sag's euch nicht. Kneipe. Nein, es ist etwas Weibliches, wo der Nackenbeißer drin ist. In einer Buchhandlung. Hä? Nackenbeißer. Ach, die kommen hinten. Nennen die Buchhändler diese kitschigen Liebesromane in Taschenbuchform, wo auf dem Umschlag meistens eine wunderschöne Frau abgebildet ist und ein Mann, der voll schlanke Frau, sagen Sie es mal, der sie im Arm hält und so tut, als ob er sie auf den Hals küssen will. Dafür gibt es einen Fachausdruck. Ja, das sind sogenannte Nackenbeißer. Natürlich. Haben Sie sich ausgedacht? Also nein, wirklich. Wir haben's recherchiert. Was liest du zu Hause? Wir haben es recherchiert und es stimmt tatsächlich. Das nennt der Buchhändler Nackenbeißer Marcel Schwarz, 500 Euro. So, ich werde euch die nächste Frage stellen. Und die geht wie folgt. Sascha Faupel aus Brieselang, das liegt in Brandenburg. Sascha Faupel aus Brieselang. Ich finde, wir sollten über den Namen nicht lachen, der ist albern genug, oder? Entschuldigung, Sascha. Das hat er gesagt, ich habe nichts damit draus. Also, Sascha Faupel aus Brieselang möchte wissen, wie kommt ein australischer Vogel zu dem Namen Säulengärtner? Säulengärtner. Kleine Information, der Säulengärtner lebt im australischen Regenwald, wird bis zu 20 cm groß. Und warum heißt der Säulengärtner? Ich glaube, dass es Termitenvölker gibt, die ihre Stämme oder wir haben Völker in so großen Säulen anlegen. Und dieser Vogel ernährt sich am liebsten von Termiten. Der hat so einen ganz langen Schnabel. Rüsselförmig. Und während der vielleicht in diesen Löchlein von diesem Bau rumstarkst,
tut auch irgendwas für die Vegetation im Umkreis. Ja. Und deswegen heißt er so. Das hat was mit Termitenvölkern zu tun oder mit Ameisenvölkern. Säulengärtner deutet ja darauf hin, dass er nicht wie andere arbeitsscheue Vögel einfach auf dem Baum rumsitzt und tirilliert, sondern der verrichtet ja Tätigkeiten. Er muss irgendwas Sinnvolles machen, was im weitesten Sinne mit Gärtnerei zu tun hat. Also zum Beispiel pflanzt der nebenbei noch was oder jätet ein bisschen oder zupft Unkraut. Solche Geschichten. Ich glaube, der versteckt Samen für den Winter, den es im tropischen Regenwald leider nie gibt, aber er ist halt evolutionsmäßig halt noch so drauf. Kleine Samen in den Bäumen, so von unten nach oben, wie in einer Säule. Er pflanzt sie und da wachsen dann sogar teilweise Pflanzen drauf, halt solche Schmarotzerpflanzen. Warum sollte er das tun? Weil er sie versteckt vor Fressfeinden, die auf dem Boden herumkriechen. Welche? Ja. Da waren Sie jetzt überrascht, wie zügig ich darauf antworten konnte. Welche? Schlangen, Mäuse oder andere Krabbeltiere, wie zum Beispiel Ratten. Nagetiere. Oder auch Löwen, wenn die nicht gerade am Nacken von Ihnen, von Baldas am Nacken gepackt werden. Stimmt das? Nein, natürlich nicht. Ja gut, dann bin, ich dafür, dass der säulenförmig schon mal erstmal dafür anfängt, überhaupt, dass der kotet. Der kotet so. Was, der kotet? Der kotet. Ja, manche koten ja dreieckig und andere säulenförmig. Ich glaube, dass der säulenförmig kotet, also dessen Kot sich so mit so kleinen Säulen so hinterlässt. Halt. Das haben ja viele. Hinterlässt. Ja. Und natürlich in dem Vogelkot sind natürlich auch Samen und alles, was der Vogel gefressen hat, das wohnt ja in dem Kot. Und vielleicht andere Tiere holen sich das so Stück für Stück von diesen Säulen. Und dadurch, dass der eben Gärtner des Waldes dann der Flora ist und Fauna, nennt man den Säulengarten. Vielleicht pickt er ja auch wirklich Ungeziefer oder sowas wirklich raus. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, dass er seinen Bäumen hilft, die von Ungeziefer zu befreien. Nicht, dass er sowas reinpflanzt, sondern dass er... Also ich wollte mal sagen. Ich wollte was sagen, ja. Ja, aber es stimmt ja. Warum könnte der denn Säulengärtner heißen? Denk doch mal nach, warum? Der wohnt vielleicht einfach so säulentechnisch da so rum. Der baut, also der stellt Säulen her. Seine Nester sind säulenförmig zum Beispiel. Weil er ein Angeber ist. Aber er macht was. Vielleicht ist das richtig. Ja. Was macht er und warum? Der knopselt sich kleine Äste ab und macht wie ein Gärtner mit einer Harke, benutzt er das als Werkzeug, um Säulen zu bauen. Zum Beispiel. Wie wär's denn, der geht hin und mit seinem Speichel und Kot haben wir jetzt ja schon mal draußen, können wir ja gleich mitbenutzen, und baut aus den aus Steinen, die er findet, kleine Säulen, um obendrauf dann sein Nest zu bauen, zum Schutz gegen Tiere, die von unten vorbeikommen, wie zum Beispiel kleine Säugetiere, Schlangen oder der Löwe, der von Balder gerade im Nacken gepackt wird. Genau das macht er nicht. Aber das heißt, er zieht, es gibt ja Ameisen, die also legen, mit Steinen schon gar nicht. Es gibt ja Ameisen, die legen Pilze an. Und diese Pilze, das weißt du bestimmt. Ja, klar. Blattschneide-Ameisen. Die schleppen die Blattschneide-Zeug da rein, also diese Blätter. Und dann entsteht so ein Pilz und dann darauf wachsen dann irgendwelche Tiere und die werden gemolken und so weiter. Also die, im weitesten Sinne betreiben die Ackerbau und Viehzucht. Ach, also das kann man ja, ist ja alles im weitesten. Ich war noch gar nicht fertig, aber reden Sie ruhig weiter. Das ist sehr schön. Das ist ja, ich wollte nur sagen, das ist ja alles im weitesten Sinne richtig. Aber es muss ja erstens mal für den Vogel einen Grund geben, warum man das tut. Naja, aber das mit dem Nest ist jetzt völlig falsch, dass diese Säule auch gleichzeitig das Nest ist. Weil Nest hat eine Schutzfunktion für die Jungen, deswegen baut das höher einfach aus Ästen, die er findet. Also Nest ist es eher nicht. Es hat ja auch ein Familienhaus, was weiß ich. Wie wär's denn mit Wasser? Warum könnte ein Vogel denn sowas machen? Weil der Boden überflutet wird. Hat der vielleicht das keine Nester auf Bäumen oder auf Felsen, sondern baut der vielleicht seine Nester in der Erde? Das heißt, dass der säulenförmige Höhlen baut und damit aber eben auch den Boden aufpflügt? Also mit Nest hat das nicht so viel zu tun. Vielleicht hat der so eine Sinnesstörung, dass der überhaupt nicht viereckig kann. Der muss immer rund. Und wenn man ja auf Dauer rund geht, dann wird es ja eher eine Säule. Also eine runde Säule. Also eine. Das kann ich mir jetzt gerade nicht vorstellen. Könntest du das mal so zwei, drei Jahre lang machen? Also, ein Beispiel, ich habe eine Matrize vorbereitet. Können wir die gerade einbringen? Eine Matrize? Die alles riechen. Geil, das war immer krass. Ja, da hat es angefangen mit dem Schnüffeln. Wer kennt das noch, dass man an der Matrize riechen konnte? Der kennt er noch, oder? Und die anderen sind alle Jahrgang. Ja, also hat es was mit der Matrize zu tun. Nein, vielleicht ist er ein sehr schlechter Flieger. Der fliegt einfach, der kommt ganz schlecht von alleine hoch und baut sich deswegen so eine Startrampe, von der aus der dann lossegelt. Schöne Idee. Also ich meine, wir sind ja schon so weit, dass der Vogel sich da so etwas Säulenartiges baut. Aus was auch immer, das können wir vielleicht auch noch klären. Ja. Frage ist, warum tut er das? Denkt mal in Ruhe drüber nach. Ich gebe euch ein bisschen Zeit, wir machen ein bisschen Werbung, sind gleich wieder da. Bis gleich. So, meine Damen und Herren. Da sind wir wieder. Ich möchte immer noch wissen, wie kommt ein australischer Vogel zu dem Namen Säulengärtner? Wir sind zwar schon ein bisschen weitergekommen, aber noch nicht am Ziel.
Bitte. Ich wollte nur sagen, danke, dass der Herr Welke eine Idee hat. Meine neueste Idee ist, dass er, wir haben ja gefragt, warum baut er überhaupt solche hohen Dinger? Vielleicht natürlich der übliche Grund, um Frauen zu beeindrucken. Richtige Antwort. Nein! Der kann sich halt kein dickes Auto kaufen. Natürlich nicht. Was soll er machen? Was soll er machen? Ja. Es ist so einfach. Jedes Vogelmännchen, also das Vogelmännchen um Weibchen balzen, das wissen wir, jeder Art macht's anders. Im australischen Regenwald lebt ein Vogel, also dieser australische Säulengärtner, 20 cm groß, der baut bis zu 2 Meter hohe Imponiergebäude. Nein. Also das gute alte, wer hat den längsten Spiel? Sowas. Ja. Um die Weibchen zu beeindrucken. Dazu windet er gesammeltes Reisig, andere Pflanzen um den dünnen Stamm eines noch jungen Bäumchens, bis zu 2 Meter hoch, schichtet dieser Vogel sein Dekomaterial auf und zum Schluss wird das Ganze mit Blüten, Federn, Insektenkadavern garniert und fertig ist die Laube. Was finden die Frauen daran gut? Jetzt genau? Ich habe keine Ahnung. Die finden das steht. Ja. Das sind so die ganz einfachsten Erklärungen und die stimmen dann plötzlich. Was machst du da, den Balzruf oder was machst du die ganze Zeit? Ich finde das so gut, dass das so einfach geht. Ich habe sie in der Pubertät mit Sprechen versucht. Ich wollte gerade schon fragen, wie haben Sie Ihre Frau rumgekriegt? Ja, ein Türmchen gebaut. Und zwar, guck mal, guck mal. Oh. Und zwar, hier ziehe ich ein, das ist ja toll. Und zwar mit Lego. Ja, genau. So, also Sascha, es tut mir wahnsinnig leid, aber das haben wir dann doch irgendwie geschafft. So. Gehen wir mal nach Luckenwalde, das liegt in Brandenburg, dort wohnt Gunter Kieslich. Sehr schöne Frage von Gunter Kieslich aus Luckenwalde, was ist ein Wiesenschleicher? Ein Wiesenschleicher ist vielleicht so eine Sprenkleranlage. Also es gibt ja so Fridde. Aber die war kaputt jetzt. Für mich doch. Und der Fridde. Und der Wiesenschleicher ist einer. Eine der belgische durch die, Sprengleranlage. Der durch die eigene Bewegung, wie so eine Blindschleiche, bewegt er sich über den ganzen Rasen und kann deshalb den großflächig benetzen. Und was macht der mit dabei? Wasser. Der ist also nicht nur an einer Stelle immer sondern immer fridde. Und schleicht. Ja, schleicht. Fridde. Ich muss mal fridde immer an Belgien denken. Da sagen die immer, ja, wenn ich ein paar Pommes fridde. Ich glaube, der Wiesenschleicher, das habe ich in Holland gesehen und davon träume ich, das will ich unbedingt haben. Es gibt Rasenmäher, die schleichen über die Wiese und mähen die ganze Zeit dabei ab, sind solargetrieben, überhaupt kein Problem. Nein, man muss nicht, das sind Schildkröten. Das sind keine Solarzellen. Ist das richtig, was wir sagen, Herr Balder? Dinosaurier. Ist das alles richtig, was wir sagen? Bis jetzt nicht. Dinosaurier. Es ist in ein der Dinosaurier. Nähe von der Damenumkleide der meisten Freibäder findet man ja ältere Herren mit Ferngläsern. Das sind aber keine Wiesenschleicher. Nein. Dinosaurier. Ich sag Dinosaurier. Bitte? Ich sag, es ist ein Dinosaurier. Nee, Wiesenschleicher gibt es heute noch. Ist das eine Raupe, eine Schlange, ein Schmetterling? Das Eigenartige ist ja, dass dieses Wort heute schon vor nicht gar nicht allzu langer Zeit auf einmal plötzlich gefallen Niemand ist. Niemand hat hier Wiesenschleicher gesagt. Das war ein Fußballspiel. Jetzt nicht bei der Frage, davor glaube ich. Also es ist ein Tier. Ein Molch. Ein Tier. Sport. Molch. Ein Molch. Eine Termite, eine Ameise. Es ist ja in einer vorigen Frage mal gefallen. So, ja, völlig unmotiviert hat es einer gesagt. Es ist aber jetzt nicht eine Brille, dann gehe ich. Nein. Ein Eichhörnchen. Nein. Ein Dreieck. Dann lass uns doch mal kurz zurückspulen. Eine Sternenkonstellation. Geld raus. eine Wanze. Ne? Weil wir waren ja beim Nacken. Sie meinen bestimmt, es ist beim Nackenbeißer gefallen, das Wort. Ich weiß nicht, wo es gefallen ist. Vielleicht also, aber es ist eine Wanze. Es ist ein Herr Vielleicht Baller, doch ist privat. Ein, Herr Baller, es ist ein Insekt. Es ist ein Insekt? Ja. Ist es ein Insekt? Nein, aber als es gefallen ist, hat es sich da wehgetan? Es ist ein Tier. Es ist aber ein Tier. Es ist kein Tier. Dann ist es ein Mensch. Es ist ein Mensch. Es ist kein Mensch. Es ist eine Pflanze. Es ist ein Samen. Engtanz, hatte ich vorhin gesagt. Ist das vielleicht ein Fachausdruck für einen blöden Wiesenschleicher Tanz? Ist ein Tanz. Ah, der frühe bei der Rumba. Dann machen wir da sieht man das Tanzfigur. Da sieht man das so nach. Nee, ich zähle gerade nach, ob ihr noch 5 seid. Waren wir es je? Jetzt fehlt schon wieder eben so ein Wort. Wie, wer Tanz, wird, ja, das? Und, Tanz, und, ja, auch, Punkt. Aber
Was hast du denn gerade gesagt? Tanz, hatte ich gesagt. Tanz, hat er gesagt. Wer hat denn das Wort benutzt? Wer? Nein, Tanz nicht. Ich weiß nicht, wer. Ihr redet ja mal durcheinander. Kann ich ja gar nicht das mehr kann aber überhaupt nicht sein. Wenn wir jetzt mal nacheinander schreien. Ja, also Tanz ist es nicht. Wiesenschleicher. Wäre aber ein schöner Name für einen Tanz. Ja. Ein Wiesenschleicher. Ein Vogel. Hey, Baby, ein Wein, ein Getränk, ein Wiesenschleicher. Getränk. Was ist denn das für ein Getränk? Grün ist es. Und mit und Alkohol ganz, oder ohne? Ne, lange im Abgang auch. Und haftet am Gaumen. Haftet am Gaumen, ist grün und haftet am Gaumen. Ja. Ein Wiesenschleicher. Richtig. Ja. Gibt es den auch in der 2-Liter Flasche mit Schraubverschluss? Oh, nicht so oft, ne? Nee. Ein Wiesenschleicher ist also eine Pflanze, Herr Balder. Also wir haben das gesagt. Nein, das ist nicht. Aber es würde auf diverse Profis des 1. FC Köln in der letzten Saison zum Beispiel. Also. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Aber leider ist es was anderes. Ein Wiesenschleicher. Ein Pilz, der an der einen Seite der Wiese beginnt zu wachsen und sich langsam in die Wiese hineinschleicht, von unten die Wurzeln zerfrisst. Es ist ja keine Pflanze. Und ein Pilz ist ja auch keine Pflanze. Das hätte er aber nicht gewusst. Es ist keine Pflanze. Aber es ist ein Pilz. Wer hat denn das jetzt wieder gesagt? Was? Aber es ist vielleicht ein Kleidungsstück. Stopp, was hat... nicht so schnell, dass ich bin ein Wiesenschleicher. Was hast du gerade gesagt? Es ist ein Tier. Darum hat er gesagt? Wer hat denn das jetzt schon wieder gesagt? Die Ella war's. Tut mir leid, wenn ich das Tempo rausnehme. Es wäre doch so einfach, wenn wir uns jetzt einfach aus der Tierwelt verabschieden könnten. Das wäre sehr einfach. Macht's so einfach. Ja, schön, das schaffen wir. Es ist eine Maschine. Es ist eine Maschine. Ja. Es ist eine Maschine, die hergestellt wird. Kann man so sagen. Ja. Zange! Es ist eine... Der Wiesenschleicher. Ist eine ganz spezielle Zange, wo die Griffe oben sind und durch eine leichte Biegung nach unten senkrecht abgeht nach vorne, kann man mit dem Wiesenschleicher die Kanten schneiden. Man kann leise über die Wiese gehen, niemand hört, dass man sie abschneidet. Das ist alles möglich. Den Tee kannst du mitnehmen, aber lass mir das, was da drin ist, da. Ruhig, Ihr Zahnarzt hat gerade langsam das Studio verlassen. Es ist eine Maschine im bäuerlichen Gewerbe. Also ein Bauer benutzt einen Wiesenschleicher. Für was denn? Damit er nicht so schnell fertig ist, weil er nach Stunde zu schneiden. Es ist ein Mähdrescher, der geht halt ganz lang. Ein Wiesenschleicher, der geht ja ganz langsam, weil vorne wird was einfach. Also ist es eine landwirtschaftliche Maschine? Genau. Nein. Nein. Jetzt erinnert euch doch mal an alles, was ihr heute Abend gesagt habt. Das kann doch nicht so schwer sein. Doch. Gut. Du hast Eichhörnchen gesagt, aber das war es nicht. Das war ein guter Beitrag. Absolut. Aber es hat was mit Landwirt. Nein, Landwirt. Aber ein Eichhörnchen ist es jetzt nicht. Ne? Sex hatten wir eben. Er hat von Sex geredet. Eine Maschine? Hella hatte die Verdauung mal thematisiert. Sex im Freien in der Schweiz. Sexmaschine. Sexmaschine, Wiesenschleicher? Wie war das, Sex im Freien in der Schweiz? Ich weiß es. Also ein grüner wie mit. Nee. Oh, die Bilder krieg ich nie wieder. Die kommen aus deinem Kopf raus. Ja. Komm raus und komm wieder. Ja, Wiesenschleicher. Ein Gras besetzt mit Gänseblümchen. Bah! Man kann die Dinger auch wegwerfen, wenn die älter sind. Aber das Tolle ist, man muss sie nicht. Man kann die mähen, wenn die. Nee, das ist halt. Nee. Ich mag den grünen Tee nicht mehr. Nein. Also. Ein Tier ist es nicht. Dann ist es eine Bettwurst. Ja. Das habe ich auch heute Abend hier raus. Es ist für uns alle die sechste Stunde. Die Bettwurst ins Spiel. Herrschaften. Verdammt nochmal, das kann doch nicht so schwer sein. Wir hatten eben den Nackenbeißer. Was hatten wir denn da alles? Seefahrt. Genau. Ich werde es euch sagen. Eine tierische Bettwurst. Mir bleibt ja nichts anderes übrig. Nee. Also irgendwann fiel... Vor, ich weiß nicht wann, bei irgendeiner Frage, ich glaube von Frau von Sinn, völlig unmotiviert, Hella. Das Wort Modellflugzeug. War das von Ihnen? Wann war das? Na toll, Hella. Nein. Das ist lange her. Das ist lange her. Beim Nackenbeißer. Modellflugzeuge mit geringer Motorleistung erkennt man daran, dass sie langsam und in geringer Höhe über die Wiesen kurven. Und weil das so aussieht, als würden sie über die Wiesen schweigen, spricht der Modellflieger, wenn er sowas von einem Kollegen sieht und sagt, guck mal, der hat einen Wiesenschleicher. Ja. Einfach so ein lahmes Teil, was da so... Modellflugzeug. Jetzt wäre es angebracht gewesen. Aber Mann, Freunde, Heller, an es dir macht hat's ja nichts. Gehangen. Gunter Kiesli aus Luckenwalder, 500 Euro für Sie. Ja. Gratulation. Nächste Frage. Zugabe. 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 Zugabe.
das war genial. Daneben, wir sehen uns. Machen Sie es doch mal, Holger. Machen Sie einmal. Jetzt geht's los. Meine Damen und Herren, wenn Sie eine Frage einschicken. Nein, meine Damen und Herren, das war genial. Daneben, einen schönen Sonntag noch. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.